Hallo, ich bin der Markus Klausmann. Ich bin 36 Jahre alt, fahre jetzt seit über 20 Jahren Downhill, habe auch drei Kinder, bin verheiratet und bin jetzt hier in La Fenosa im Bikepark zum Downhill-Training und zum Motorradfahren trainieren. They say the athlete is made in winter. As an internationally experienced MTB professional, Markus Klausmann, the 15-fold German champion, knows how to train. Therefore, training for his 20th World Cup season had already started in November 2013. Wenn man keine neuen Ziele in sich steckt oder einfach auch Ziele hat, dann bleibt man irgendwo auch stehen und ist nicht mehr auch mehr mit der notwendigen Aufmerksamkeit dabei. Letztes Jahr im Weltcup in Leongang war das für mich nochmal so ein Schritt nach vorne mit einem guten Qualifikationsergebnis und im Rennen war das eigentlich dann auch okay mit dem Top 30, wo ich sage, naja, da kann ich vielleicht nochmal ein Stück weitermachen oder ich mich wieder in diese Kategorie zurückfahren. Das ist für mich schon auch eine Motivation, dort wieder hinzukommen. Das ist so mit ein großes Ziel für mich. Natürlich die deutsche Meisterschaft, jetzt habe ich sie 15 Mal gewonnen. Will man natürlich schon vielleicht auch den 16. Also eigentlich habe ich mir so vorgenommen, 17 muss es sein. Ich habe die Startnummer 77, 17 passt irgendwie. Markus' favorite track lies in the peaceful but Wilbert in the Black Forest, Germany. Here he trains as often as the weather allows it, and here he has won some of his numerous championships. Die Strecken, die waren um einiges technischer wie heute. Um einiges. Also auch viel langsamer natürlich. Gerade zu Nevegal, da bist du nur so wie hier gefahren, weißt du, über Steine permanent, da bist du 20 km/h schnell gewesen. Ne? Also das war nicht mal so viel, wie man meint. Es war einfach viel anspruchsvoller, viel technischer. Viel, weißt du, so tricky Sachen waren da drin. Das gibt's alles heute nicht mehr. Heute gibt's nur ein Gebolze. Heute ist nur Bolzen, Bolzen, Bolzen. Ja, wir sind heute auf dem Weg nach Martikhofen, um meine Freeride abzuholen. Deine Freeride? Ja, meine 350er Freeride, die bekomme ich jetzt für ein Jahr zum Trainieren und wir haben da noch ein bisschen so ein Projekt am Laufen. After he discovered the enduro sport for himself last year, while filming for the KTM Freeride web series, this year a KTM Freeride will be part of its training routine. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen nervös. Und freue mich riesig drauf, das Werk zu sehen und auch vor allen Dingen dann mein Motorrad abzuholen. So, Herr Kollege, wird's ernst? Ja. Grüß dich. Hallo. Schau mal her. Hübscher Antrieb für dich. Ja. Bisschen Verstärkung für die Waden. Ich wünsche dir mächtig viel Spaß. Danke. Bleib sauber, bleib heil. Genieß es. Ja. Und wir freuen uns, dass du jetzt hier mit dem Apparat unterwegs bist. Lass rollen. Cool. Nochmal super. Alles Gute. Danke. Hau rein. Bitteschön. Moped ist eingeladen. Und jetzt kann es losgehen. Bin mal gespannt. Morgen das Teil mal auspacken. Und das Ding mal ein bisschen durch den Dreck prügeln. Markus would not be Markus if he didn't set himself new goals all the time. That's why he decided to compete in the legendary Erzberg Rodeo in Austria, known as the world's toughest hard enduro race. Dieter hat mir dann schon auch ein bisschen meine Grenzen aufgezeigt. Das hat mir natürlich schon auch ein bisschen zu denken gegeben, wo ich sage, Mensch, also wenn das funktionieren soll, muss man sicherlich noch ein bisschen trainieren.
Ja, es ist gespalten, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich einerseits bin ich sehr interessiert dran zu sehen, wie das da abläuft. Die andere Seite ist es natürlich so, es ist natürlich für mich völliges Neuland. Ne? Einfach so, sozusagen diesen Berg doch hochzufahren. Da kommen die einen oder anderen Zweifel natürlich schon auch mal, ne? Wo natürlich auch so, naja, ja, muss ich mir das jetzt eigentlich noch antun? Ja. Die andere Seite treibt mich natürlich schon ein bisschen einfach da der Ehrgeiz an, ne? Zu sagen, naja, also aufgeben, naja, im äußersten Notfall, ne? Sonst bin ich eigentlich nicht der Typ dafür. In the next episode, Markus meets up with KTM rider Dieter Rudolf. Together, they will focus on the upcoming challenges.